Half-Life 2 und es geht weiter. Unsere netten Freunde, die Spinnen von nebenan, werden uns gleich wieder Besuch abstatten. Weh, das ist jetzt meine Munition runtergeflogen. Nein! Nein! Boah, ich habe so keinen Bock, darunter zu fallen. Da unten sind nämlich diese Drecksviecher, die hasse ich so. Die sind... Oh, ich hasse die so... Die sind so eklig, erstens, und zweitens, sie sind so tödlich. Ich versuche das jetzt mal anders hochzubekommen. Nein, nicht runterfallen. Gordon! Sehr gut, Gordon. Da gehen wir auch gleich mal rein. Boom! Ach, ist das lustig. Schauen wir uns gleich mal von innen an. Okay, Munition, Munition, Leben. Anzug, Munition. Mit dieser Gravity Gun geht es echt rutz, futz und gut und schnell. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Weh, du fällst runter, Gordon. F6. Jetzt traue ich mich mehr. Ich F6 hab. Ja, geht doch. Ich will leben. Was ist das für ein Scheißdreck? Ich will leben und keine Munition. Meine Munitionspakete sind voll. Wie man es hier so schön ablesen kann. Okay, egal. Wie kommen wir weiter, ohne dass wir gleich eine ganze Schar von behinderten Viechern anlocken? Ich weiß es nicht. Das ist die Antwort darauf. Gibt es irgendwie noch eine Tür, die uns weiterhilft, die uns nach draußen führt, irgendwie einen Weg ins Wasser? Okay. Kletter mal hier drüber. Weh, du fällst runter, Herr Freeman. Schwimmen wird eigentlich auch eine Möglichkeit sein, aber nicht bei Half-Life, glaube ich. Irgendwie, mit Schwimmen habe ich in diesem Spiel keine guten Erfahrungen gemacht. Als ob wir da jetzt runter müssen. Anscheinend schon. Wir probieren es aber. Ein Fahrrad. Boom. Okay, ich denke, da hinten hin sollten wir. Und wir pumpen die Hilfsenergie auf. Speichern. Wir haben 42 Leben. Dann würde ich mal sagen... Dann laufen wir. Dann nehmen wir die Beine in die Hand. Wie man so schön sagt. F6. Und Action! Gordon! Lauf, Gordon! Lauf, Gordon! Es geht um dein Leben. Um nichts Geringeres als dein Leben. Ey, was geht ab, meine Homies? Schnell zum Schiff, schnell zum Schiff, schnell zum Schiff. Servus, ihr kleinen Viecher. Kommt doch her. Munition habe ich bis zum Abbrechen. Leben, aber nicht. Und das ist das Problem. Okay, man muss hier echt so vorgehen. Dann funktioniert es. Man. Was war das? Um was zu aller. Kann ich da rein? Nö. Toll. Jetzt da oben hin. Da ist ein Haus. Okay. Also anscheinend muss man sich echt hier so durchkämpfen. Das ist ein Scheiß. Aber was soll's. F6 erstmal. Leben! Genial. Episch. Geil. Noch mehr Leben? Nein. Shotgun-Munition. Auch genial. Episch. Geil. Okay. Nicht runterfallen. Okay, jetzt überlegen wir uns mal die nächste Route. Was sucht da? Da hinten her kommen. Da hinten kommen wir her. Da oben hin könnten wir gehen. Nach da können wir natürlich auch gehen, ne? Aber ich denke, wir machen. Machen es folgendermaßen. Wir speichern hier und sprinten. Nein, Gordon, laufen! Laufen, nicht stehen bleiben. Da hoch, da hoch, da hoch gehen wir. Nein! Ihr scheiß Viecher! Ich sag euch! Verreckt, 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 verreckt! Ah. Solches ekliges Zeug, ey. Sowas ekliges. Sowas ekliges, das gibt's aber nicht. Oh, da hinten sind diese netten Teile. Ich glaube, die sind cool. Da ist ein Generator, da ist ein Teil, das wird gechillt. Also wir müssen erst zum Generator und dann zum Teil, vermutlich. Munition. Munition. Ich finde es nett, dass die Leute hier mal ihre ganze Munition liegen lassen. Für mich. Natürlich nur für Herr Freeman. Gordon, wir lassen für sie alles da. Wir brauchen nichts. Wir brauchen nur sie, Gordon.
nichts mehr drunter. Okay. Oder eine Matratze. Da kann auch was drunter sein. In dem Spiel weiß man nie. Tatsächlich, nichts drunter. Was war das eben? So, irgendwas geflogen, oder? Diese Geräusche sind so hässlich. Ich hasse sie! Okay. Wir gehen wieder hier lang. Die Waffe ist gut. Und wir springen darüber und gucken uns mal dort hinten das an. Cool. Hier oben gibt es keine Viecher. Sie sind nur im Sand. Okay, auch kein. Hier ist endlos Munition. Was ist das? Was wollen die also mit so viel Munition? Das verstehe ich nicht. Sieht so aus, als wenn ich einen kleinen Krieg, so einen kleinen Guerillakrieg ausüben muss. Okay, dort hinten kommen wir her. Da hinten waren die Häuser, da wollen wir nicht noch einmal hin, nie mehr im Leben. Never ever again. Komm, Gordon, spring hoch, dann kommen wir schnell nach oben. Anscheinend lässt sich es Herr Freeman nicht gefallen. Wir müssen wieder... Okay, wir müssen weiterkommen. F6, machen die Taschenlampe erstmal aus, damit die Hilfsenergie wieder aufgepumpt wird. Und dann würde ich sagen... Ah, wir können ja schon mal hier hingehen. Okay. Wir müssen nur dort ein bisschen weiter rüber. Aber das läuft bestimmt schon genug Viecher an. Was habe ich gerade eben gesagt? Als ob nur eins gekommen ist. Das war ja lächerlich. Oh mein Gott, wie lächerlich. Okay, ich hasse dieses Zeug. Headcrabs? Nein. Okay, das sieht gut aus, Leute. Wir kommen voran. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch irgendwann voran... Irgendwann... Nein! Es! Hey, 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 hey! Hey, jetzt sind doch wieder welche da. Das war eine miese Falle. Es war ein mieser Trick, klar. Ich hab's nicht gesehen, da war Sand. Sowas Dreckiges habe ich ja noch nie erlebt. Das hört sich gut an. Ich liebe Generatoren. Okay, Munition wieder voll, Leben einigermaßen voll. Ja! Okay. Also, wir nähern uns dem Ziel. Dort oben liegt noch irgendwas. Können wir es mit der Gravity Gun holen? Brauchen wir nicht. Wir haben so viel Leben und alles. Ich denke, wir speichern und rennen durch. Wie halt immer. Haha, hier kommt ihr nicht hin. Solltet ihr zumindest nicht. Okay, sie bleiben auf Abstand, wenn ich hier bin. Hier kommen zwar immer neue, aber sie bleiben auf Abstand. Okay. Hau ab! Das Gerät nur möchte nicht. Wir können unsere ganze Munition leer schießen. Wir müssen uns orientieren, würde ich sagen. Da hinten ist das Schiff. Dort hoch kann man theoretisch und da hinten ist, glaube ich, so eine Schneise. Kann ich hier so? Ja, da hoch müssen wir. Okay. Oh ja, die umzingeln mich. Lasst uns etwas Spaß haben und jetzt erstmal wieder ein bisschen Leben holen. Dann Munition halt. Warum? Was soll ich mit so viel Munition? Ich will leben. Das wird lustig, Pastor. Das wird echt lustig. Oh Mann, ey. Ist ja langweilig. Ich wollte das Viech treffen. Ja, das war schon besser. Egal. Dort hinten ist noch eine Kiste, die holen wir uns mal kurz. Die Gravity Gun ist echt eine geile Waffe. Ich habe am Anfang mal gedacht, boah, was ist das für ein Scheiß. Aber die ist echt gut. Also, wir speichern hier. Und rennen jetzt dort rüber. Mit der Waffe in der Hand. Wir töten die Viecher. Auge zu und durch! Ja, steh mir halt im Weg, Alter. Scheißdreckzeug, Alter. Nicht aufs Sand gehen. Ey, ganz ehrlich, Gordon Freeman, du hast heute schon so oft im Dreck gebadet von diesen ollen Viechern. Tut's mir leid. Okay, Leute, hier hören wir auf. Wir sind wohl raus aus dem... Nein, es geht noch weiter.
Naja, was soll's, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns wieder durch die Spinnenhorde kämpfen, gegen diese ekligen Bienen oder wie die auch immer heißen, Wespenbienen und der ganze Scheiß. Naja, okay, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.